Dann müsst ihr euch jetzt noch einen kleinen Moment gedulden. Der Rechner meinte auf einmal, ich will nicht mehr. Aha. Und jetzt bin ich dabei, alles wieder hochzufahren. Oh, und da sich bei mir generell nicht alles von alleine hochfährt, dauert das einen kleinen Moment. Ich habe auch ein Update. Ja, ja. Windows oder was? Ja, kumulatives Sicherheitsupdate für Windows 10 Version 20H2. Mal gespannt. So, das brauchen wir auch noch. Da knackt der Lautsprecher an der Wand. Der Schaffner gibt bekannt. Tuff, ja, so in etwa, Jens. Just in time. In den Puff. Jo. So, das haben wir. Brauchen wir noch das? Da sind wir. Steam fehlt, glaube ich, noch. Jensi. Jensi sagt schon mal WC, WB, meine ich. WC. Willkommen zurück. Viele gut. Ich werde mir nochmal schwarz gefärbtes Wasser holen. Ja. Ja, bring mal mit. Jo. Die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Na, das ist doch was. Frau Marie, erzählt die bei dir. So, dann starten wir den nächsten Versuch. Ah, da bin ich wieder. Es wäre Bild. Nix Bild, ich hab noch Kino. Dann musst du aktualisieren. Auch noch. Ach, gucke, Karl Chemnitz statt. Oh. Du brat mir doch einen auch Klapperstorch. Lidl. Mit Rinderpiedl. So, da sind wir, dann fahren wir weiter. Ich kann im Moment auch nichts Zeit machen. Zu gehen. Erhöhung des Frachtschadens auf 0,3%. Oh. Guck mal, Airpark links auf der Autobahn. Ach nee.
ist halt auch nicht leicht. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eiern Sie, das ist schön, dass Achtung, du immer hinter den Fahrrad Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Bezeichnung schreibst. Das finde ich toll. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber ich muss sicherheitshalber nochmal nachfragen, hat der Chef sein Mikro an? Ist er da? Nee, ist er nicht. Oh, nee. Ja, der Chef hat auf Autopilot gestellt. Bitte links halten. Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an Rhein-Sieg-Gamer. Wieso an mich? Weil du jetzt die Moderation hier übernimmst. Mit Sicherheit nicht. Na klar. Bitte links halten. Wie, Jens, willst du mir vom Pferd erzählen? Ach, guck, da ist er. Natürlich. Es lebt. Ja, du, hier kommt nichts an von dir. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, was soll ich groß erzählen? Hier sind wir eben schon mal lang gefahren. Tja. Aber ich habe dich doch gefragt, ob du dein Mikro anhast und ob du da bist und da kommt nichts. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Natürlich ist das Mikro an. Ich hatte doch vorher schon was gesagt. Achtung, achten Sie hatte auf ja die auch erklärt, warum auf einmal alles weg war. Zumindest soweit ich es beurteilen konnte von meiner Warte her. Oha, na, Hauptsache ist die Abfluss, Abflussleitung sind dicht hier von oben. Ja. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal hier neu starten. Jo. Bagdad, oder wie das heißt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, ja, da sind wir dann wieder Richtung Beograd und Richtung Niš. Ah ne, Richtung Beograd ginge geradeaus.
Da war er weg, wer immer das war. Jens, ganz kurz, hat er gesagt, er muss einen Neustart machen. Den Neustart hatte ich nicht mitgehört. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nicht nur manchmal, Jens, sondern fast immer. Ich wusste, es gibt hier in Serbien solche Möglichkeiten, Thorsten. Was? Achtung. Na, das, was du jetzt gleich siehst. Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur mir war entfallen, dass das immer rechts außen ist. Darum habe ich es einfach ganz frech in der Mitte probiert. Ah. Bitte links halten. Da ist er ja wieder, der Hühnerschrecker. Ja. Ben Aldoe. Den läuft wieder weg? Nö. Okay. Muss ich denn? Nö. Oh, toll, die Verträge. Soll ich rausgehen? Nö, wieso? Na, ich frag nur. Was ist denn mit dir los? Hast du hier auch an Nagel gehängt oder was? Nee, aber ich muss ja auch mal hier bei Opa mal was weitermachen. Ne? Oh, ja. Hast doch gerade alles im Auge, ja. Der muss das ja hier alles im Griff haben, ne? Weiß er, die machen sonst nur Blödsinn. Ich will einkaufen und ich kann nicht. Ach ja, ihr habt ja Feiertag heute, stimmt ja. Ja, wir haben morgen. Ist doch sowieso Sonntag, moin. Hatte ich schon gesagt, dass ich eine 30, 80 oder 90 will. Ja, hast du. Aber nicht für die Preise. Du kannst sofort eine kaufen, aber ich gebe doch nicht für eine 30, 80.000 Euro. Spinn wohl. Musst du wohl doch eine AMD kaufen, wa? Tja. Schlecht sind die gar nicht. Vor allen Dingen sind die günstiger, ne? Ja, man, die große 6.900, 1.000 Euro und ist laut Internet kommt die an die 30,90 locker ran. Ja. Die
dieses Jahr wird es wohl keine mehr geben. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, hier kommt ja auch noch, ne? Ja, 19. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die steht zumindest noch mit vorbestellt drin. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts. Da ist aber die Frage, ob die dann auch pünktlich ankommt. Aber wer weiß, was bis dahin ist, wenn noch Lockdown und so ein Scheiß. Ja. Also ich bin mal auf die ersten realen Tests mit den neuen RMG-Karten hier sehr gespannt. Ja. Aber das, was man bisher zumindest so gelesen hat, soll ja wirklich eine Überlegung wert sein. Ja, ich habe den Stream auch geguckt, also es ist sehr, sehr vielversprechend, ja. Aber ich traue mich an AMD-Grafikkarten nicht ran. Wie gesagt, AMD-Prozessoren, ja, kaufe ich nur noch, brauche ich keinen Intel. Aber ich traue mich an die Grafikkarten nicht ran. Das geht schon los, wenn ich ein LS19 aufmache. Was kommt als erstes? Nvidia, nicht AMD. Und wenn da steht Nvidia, dann brauche ich Nvidia. Ja, ich weiß nicht. Was mich interessiert ist, ob die Karten länger als eine Minute verfügbar sind. Verlieren Sie AMD? Ne. Naja, Jensi, bei dir ist ja auch Feiertag, wa? Göttlichen Niedersachsen. Er hat noch ein Fresspaket vom Fadi bekommen. Na, du hast das gut. Ich wollte mir einen Kartoffelgratin oder einen Nudelauflauf heute machen, aber ich habe keine Lust. Er braucht einen, er hat ein Fresspaket von seinem Dad. Ja. Wo ist der Tank leer? Und auch müde ist er auch. Und ja. Wieder grenzwert. Ich suche ja schon einen Parkplatz. Alles rot. Ordnungswidrigkeit incoming. Sollst du randalieren? Du bist Thorsten nee. Vom Stuhl gefallen. Nee, Leergut in die Leergutkiste. Hast du wieder Basketball gespielt? Ich brauch mich ja nur umdrehen. Steht ja hinter mir die Kiste. Aber Bier aus Plastikflaschen, nein, ich weiß nicht. Das war kein Bier. Das war Wasser. Flasche. Ist in Bier auch drin. Und kein Brauwasser, was du jetzt denkst. Wisst ihr, hier wäre an der Mordstation noch nicht mal was zum Pennen gewesen. Also das ist in Italien immer so ganz gut, ne? An den Mautstationen sind überall so LKW-Parkplätze, dass du da noch Pause machen kannst. Ja, bei den anderen direkt auf der Autobahn war das auch so, Totti. Ja.
Dimitrovgrad. Dann geht's nach Bulagrin. Er kennt sich aber aus, ne? Ja, dafür war ich in Bio nicht so gut. Wie gesagt, ich habe davon auch keine Ahnung so, ne? Aber ich bin grafikkartentechnisch bin ich Nvidia-Fan, muss ich leider so sagen. Ahnung? Ahnung ist die Schwester von Bleung, ne? Ja. Hier los. Hier weg. Wir machen auch Zwangspause, so wie du. Weit kommst du ja nicht mehr. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nimmst das aber auch genau, du Lutscher. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, Multiplayer auf Tordine. Wie Multiplayer? Na, da bei Uber. Nee. Kann ich aber machen, wenn du willst. Ja, wegen Dingsabgleich hier. Ich weiß ja nicht, was da jetzt fehlt. Warte, dann mache ich das mal eben. Demnächst links abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay, lass uns eine neue Route finden. Du kannst einfach mal alle Dinge ersetzen in deinem Ordner. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Route neu berechnen. Ist das hier alles wieder merkwürdig? Ach, jetzt fahr ich wieder raus. Was ist das denn? Erhöhung des Frachtschadens auf 0,5%. Oh. Boah! Bin gerade etwas angefressen. So, Jensi, hab ich. Das ist aber schön. Wo bist du? 1, 2? Deutschland. Füllesystem. Fehlt dir? Ferguson 7400 Düner VT. Schütter, John Deere 40 Serie, Skuna Cobra. Ich hab doch gar keinen Schlüter drin. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. BGAs. Nimm diese Ausfahrt. John Deere 3X50. Warte, ich schreibe mir das mal eben auf, dann nehme ich das raus. Wutster fehlt mir auch auf einmal. Hä? Hast du da was dran geändert? Nö. Ah ja, die BGA da hingekloppt, ne? Ja, das ja. Fehlt mir auch. Oh,
nö, dann hat sich der Rohr, hier fehlt alles, weiß nicht warum. Flachdeck, Planauflieger, 4x50 John Deere, ich weiß nicht warum mir die fehlen. Das weiß ich auch nicht. Aber die, die. Warte mal. Die BGA stand doch letztes Mal schon da, als wir gestreamt haben. Ja, warte mal, ich hab da einen Verdacht. Ziehe bald mit den ganzen Mod-Ordnern nicht mehr durch. Kann sein, dass du einen falschen Mod-Ordner hast? Ja, das ist gut möglich. Aber ist ja trotzdem komisch, ich habe ja diese John Deere-Dinger, habe ich ja auch drin gehabt. Ach nee, stimmt, bei mir hatte ich die gelöscht. Na, ich guck mal. Digga, du bist am Bett vorbeigefahren, ne? Chef? Jo? Hast gehört? Das Jo kam im Stream an, hier nicht. Ja. Da kommt jetzt ein Bettchen. Wer kommt? Ein Bett vor dir, hinterm Grenzübergang durch. Schön für den Benz. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ohne Easy Collect. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Acura 10.000. Demnächst links abbiegen. Was? Die BGA hat Smart Shade. Na gut, ein paar Sachen kriege ich aus dem Mode Hard. Gülle-System kann ich rausnehmen. Ja, neue Route finden. Mir ist das egal. Das ich hatte das nur mal so zum Testen eigentlich. Wollte ich das mal so. Oh, mal gucken, was im Multiplayer passiert. Welche diese Manual? Abbiegen. Ja, Manual. Achtung, achten Sie auf bei mir auch wieder rausgenommen. Das hat Fehler gemacht. Ja. Biege nach rechts ab. Der Mod-Up funktioniert ja auch nicht mehr seit einer Woche. Heute ging er wieder. Also ich war kurz drauf eben. Ja, vorhin da. Ging das bei mir auch. Und jetzt die zwei ersten Downloads ging auch. Und jetzt hänge ich hier 2,1 Megabyte von 7,1 eine Minute, 0,3 von 7,3 7 Minuten. Hart hier, wie man dazu sagen sollte. Das hau hin. Naja. Mit den Tieren eigentlich aussieht hier. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,17 Euro pro Liter abgerechnet. Du hast 587 Liter getankt und deiner Spedition wurden 687 Euro in Rechnung gestellt. Siehste. Manusa Dusa. Lässt du denn drauf, ne? Wenn du es jetzt runtergeladen hast, ja. Ja. So,
sonst nehme ich, muss ich gleich mal ausprobieren, wenn der auch Fehler schmeißt, dann schmeiße ich ihn natürlich runter. Also jedes Mal, wenn ich versuche, mit dem Gülleschlauch durch die Gegend zu laufen, fliege ich quer über die Karte. Oi. Auch nicht schlecht. Und ich habe bisher auch keine Möglichkeit gefunden, an dem Güllefass, was ich auf der Karte zu stehen habe, da kriege ich es angeschlossen. Aber an der Güllepumpe bin ich kein Anschluss. Unterstützt die Karte das nicht, oder was? Natürlich auch sein. Ein Dokument da, wer ist denn das? Und mich hört er ja wieder nicht. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich kann ja jetzt nicht auf die Jagd gehen, wenn ich da schieße, überträgt das ja, dann kommt das ja im Stream auch. Wieso denn? Schießt du mit dem Gülleschlauch? Ausfahrt nehmen. Ja. Aber dich hört er. Bitte rechts halten. Detlef, hörst du Jens nicht? Doch, ich höre Jens. Aber anscheinend nicht alles. Nimm diese Ausfahrt. Skandal! Anzeige ist links raus. Halten. Anzeige ist raus. Und dann links abbiegen. Hast dich selbst genau, angezeigt oder was? Biege nach links ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Warum hast du denn eigentlich gebellt, Jens? Was? Nee, du nicht, der andere. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich sag ja, merkwürdige Busfahrer, die haben keinen Blinker. Biege nach rechts. Jetzt hat er ihn. Hast du jetzt alles, oder was? Jens? Das wäre nicht hier auf, ne? Ja, das deshalb. Hast du doch einen falschen Bordordner gehabt, oder was? Ja. Fehlten nur ein paar Sachen aus dem Mod-Up, die du irgendwie neu runtergeladen hattest. Die komme ich ja gleich. Mach mich mal recht, ich will mal schnell laufen, danke. Da, mein John Deere ist weg. Ja, den habe ich gerade. 112, Polizia, Polizia, Polizia. Tracker Cloud weg. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hör mal du, Löwen. Immer geradeaus. So, müsstest jetzt alles haben. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Wolltest du deinen John Deere haben, oder? Nö, nein. Biege nach rechts ab. Ja, dann können wir heute Abend dann noch eine Runde. Ja. Ah, ist ja schön. Hab ich auch gedacht. Demnächst links abbiegen.
Biege nach links ab. Wir sind fertig. Oh, ihr Lutscher, hier kommt euer Rülpswasser. Ja. Patch sozusagen. Ja, da lacht die Koralle. Bist du schon wieder runter, oder? Nein. Wo bist du denn? Auf den verfaulten Ballen. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. An der BGA. Da ist der Schlawiner. Wo bist du denn? Ach, da. Kühlerfigur. Ganz schön luftig da, wa? Ja. So, bevor wir da weiterfahren, bin ich mal ums Eggerüm. Jo, gutes Gelenk. Das ist sichergestellt. Ich wollte gerade was anderes sagen, das kann ich hier nicht sagen. Besser ist. Ja. Cool. Wie lange hast du denn gestern Abend noch gebastelt, ey? Oh. Ich glaube, um 23:45 oder um 23:45 sind Henry und ich, haben wir ausgemacht. Ja. Er hat gebastelt, ich habe gebastelt. Ich denke, ach, ich hatte noch 6 Mods oder so, und dann habe ich dann noch fertig gemacht. Dann habe ich die hochgeladen, dann habe ich noch kurz gequatscht mit ihm und dann... Ja. Wann kam Henry denn zurück? Uff. Gute Frage, nächste Frage. 10:10? Ah.
So, dann fahren wir mal noch ein Stück weiter. Links abbiegen. Biege nach links ab. Eigentlich ist hier richtig viel zu tun, ne? Große Feldseen, hier die beiden Felder. Das läuft. Dann müsste ich eigentlich noch Gras machen für die Kühe. Immer geradeaus. Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Kuhfutter brauche ich erstmal nicht machen, glaube ich. 185.000. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Neu berechnen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts. Dann wird's ganz weiter, Mann. Ich geh erstmal da rauf. Bis gleich. Jo. Jo. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr fährt der Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte rechts halten. Zivilstreife. Immer geradeaus. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oha, Motorfehlfunktion. Da leuchtet doch auch schon eine Lampe. Ja. Sind ja auch auf dem Weg in die Werkstatt. Ja. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Der immer noch faul rum. Ja, Kalle Klötenköhm. Wie soll ich denn weitermachen, wenn du Server sitzt? Ja, Entschuldigung. Ja. So, jetzt kannst du weitermachen. Nö, jetzt hab ich keine Lust mehr. Nö. Was mache ich jetzt? Weiter. Ich kann ja nicht jetzt alles wegmachen. Dann haben wir heute Nachmittag. Ach so. Ja. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier. Müsste doch eigentlich fertig sein, ne? Sag ich doch. Aus habe ich. Nimm die Ausfahrt rechts. Bis hier hinten da am Bahn, ne? Feierabend. Fump. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Ach, siehste, ich weiß, was ich machen wollte. Habe ich auch noch nicht gemacht. Den hier.
dann wollte ich einen Collie rausnehmen. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst fliegen. Biege nach rechts ab. Steht er wieder auf mir drauf, hier ist so. Weil du alles mitkriegst. Oh, der Muddy ist online gekommen im Discord. Das gehört den Lev. Bitte? Nächst links abbiegen. Der Muddy hat ausgeschlafen. Achtung! Der Matti hat ausgeschlafen. Ja, der leuchtet im Discord. Guck an. Biege nach links ab. Ja, ich sehe, der hat sich hier auch schon wieder in Stream reingeschlichen. Ja. Beziehungsweise in Chat. Skandal. Ja, demnächst links ab. Wir sehen dich. Morgen. Mahlzeit. Biege nach links ab. Boing. Wo ist denn jetzt eigentlich die? Ob der hier irgendwann mal links abbiegt vor mir? Wieder ein Renault-Händler. Direkt in Polen erst. Da, das wollte ich doch haben. Und ich sage einfach mal, ich werde hier an dieser Stelle das Ganze mal abbrechen. Irgendwas stimmt hier noch nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und dem möchte ich gerne auf den Grund gehen. Nicht, dass das Gleiche passiert wie eben schon mal, dass auf einmal alles duster ist und ihr von nichts wisst. Insoweit sage ich an dieser Stelle mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet trotz der Probleme ein bisschen Spaß. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich hoffe mal heute Abend wieder im Community-Projekt der Langohren GbR. Ich habe es zumindest eingeplant. Ob es alles funktioniert, müssen wir dann mal wirklich abwarten. Ich hoffe zumindest mal ja. Und ich sage bis nachher. Tschüss.